Genau, jetzt. Was soll schon mal jetzt da sein? Genau. Also, das ist ein bisschen wie am Rodeo da, aber natürlich sind wir nicht am Rodeo, sondern am freestyle.ch. Und der da rumkommt wie ein Wilder, ist der Philipp, der mich heute begleitet. Philipp, ja. Machen wir eine kleine Pause. Ja. Ist gut, um hier zu rumpen. Voll lässige Sache. Okay. Ich muss den Philipp noch schnell ratio-tauglich machen. Und ich würde sagen, der Philipp und ich gehen jetzt einfach mal los, schauen, was da so alles läuft, oder Philipp? Würde ich doch auch sagen, rock me die Session. Rippa! Boah, voll aus der Puste. Boah, jetzt nach dem Jumpen auf dem Trampolin habe ich auch ein bisschen Durst. Oh. Ey, super, merci, gell? Was machen die so mit diesen Schnäuz? Du stehst auch auf oder so? Ja, sie sehen halt super stylisch aus. Ein paar hübsche Mädchen gesehen da? Ja, sicher. Auch mit Schnäuz oder ohne Schnäuz? Nein, doch, jemand hat immer gesehen mit Schnäuz. Ja, Frau. Wir machen mal eine Welle, Jungs. Hey! Was ist deine Aufgabe außer dem Interview hier? Hä? Hä? Merci vielmal für den Einsatz. Komi löp! Super, machst du das? Wie hat es gefallen in Neuseeland? Super, es war wirklich schön. Viele gute Skitage haben wir gehabt. Ist geil, wie viel bist du denn jetzt dort geworden? Mal 5. in der Halfpipe und 4. im Slopestyle. Was hast du noch vor das Jahr? Im Dezember gehe ich viel nach Breckenridge, also auf Amerika, dann ein bisschen fahren wegen der U-Tour. Was tust du dir heute reinziehen? Was ist für dich das Spannendste da? Ja, sicher Freeski. Das ist auch mein Metier, wo ich daheim bin. Und das nimmt mich sicher am meisten Wunder. Wo ist sonst dein Skigebiet, das du am liebsten fährst? Ja, es gibt so viele gute Skigebiete. Ich glaube, daheim ist immer am schönsten. Und das ist am Sörenberg hinten. Hast du uns noch einen kleinen Geheimtipp, wo man dort am besten gehen fahren am Sörenberg? So der schönste Hang, oder? Ja, sicher im Brienzer Rothorn ist auch die Aussicht genial. Ich glaube, ich bin da jetzt gerade im Paradies gelandet. Wie heißt ihr dann? Daniela. Daniela. iPad. Und du bist? Monika. Monika. Was haben wir für Fragen, die euch interessieren? Ob es auch Viagra für Frauen gibt. Ob es auch Viagra für Frauen gibt. Das ist eine sehr wichtige Frage für Damen in eurem Alter. Selber das Sex geht immer vor. Das müsst ihr euch gut merken. Aber ich danke euch, he? Nadine, iPad und Monika. Was sind denn so da die Tücken, wenn man jetzt einen Gummi aufzieht zum Beispiel? Was kann da alles passieren? Ja, dass man halt den Gummi nicht richtig öffnet, also mit den Zehen oder halt recht verrupft, dass es beim Öffnen halt schon einen Schaden hat oder dass man oben dann beim Überziehen das Käppchen nicht hebt und dann Luft reinkommt und das ist natürlich dann nicht gut beim Sex oder dann kann er natürlich platzen. Ja, und dann halt, dass man ihn auf die verkehrte Seite probiert abrollen. Das ist auch immer wieder einmal passiert. Da. Achtung, fertig, los! Genau. Ja, also. Also, er macht, glaube ich, schon alles falsch, oder? Ich muss ja so schnell. Oh! Wow! Nicht schlecht, hä? Also, wie viele Punkte gibst du? Oh! Das war super schnell gewesen. Minus 10. Wieso denn? Ja. Also schnell bist du ja gewesen, yeah. Aber wenn der nicht platzt, dann kannst du auch froh sein. Frauen haben es nicht so gerne so schnell. Ja. Ich bin nie schnell. Sie haut jetzt da auf den... Ja, es gibt den Trick, dass du da drauf haust und das Teil landet da rein. Das ist der Trick. Okay? Ja. Ja, ein bisschen Gefühl, hä? Es war drin und wieder rausgefallen. Ich habe es gesehen.
Ja, das haben wir doch alle gesehen, dass das drin ist und unsere Kind ist. Last chance. Jetzt aber. Wirklich, allerletzte. Ich mach den Move. Okay, Achtung. Bang! Daneben. Und wer läuft mir über den Weg? Der Stefan Gasser. Hoi Stefan. Hallo, hoi. Hallo. Bist du auch so überrascht wie ich? Von was? Dass ich dich jetzt hier gesehen habe, per Zufall, einfach so. Ja, ich habe gewusst, dass euer Team unterwegs ist, aber ich bin jetzt schon überrascht. Hast du eigentlich schon die ganze Zeit geschaut und gewartet, ja, wo gehofft, das wir sind? Natürlich, gehofft. Gell, weil wir so lustig im Winter. Ja, das ist so. So nice guys, du was sagst? Yeah, of course. Nice people, nice atmosphere. Und macht's immer noch gut? Wunderbar. Wunderbar. Sie hat einen sehr starken Ellenbogen, muss ich sagen. Okay, oh. Da können wir so lässige Spiele machen. Hast du dir das ausgedacht mit diesen Bananen und so? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so sehr der Schüchtyp. Ich habe hier ein Hippie-Mädchen getroffen, sehr schön mit Gänseblümchen im Haar. Stehst du auch für freie Liebe sozusagen? Du, und das letzte Mal, als ich dich ja gesehen habe, hast du mir ja gesagt, du seist Single und ich habe einen kleinen Aufruf gemacht bei dir. Hat es geklappt? Nein, ich bin wieder Single. Bist du blaue Kleid noch nicht los geworden? Welches blaue Kleid? Wir haben sie von dem blauen Kleid und du hast gefunden, also die nächste, die kommt, kommt das blaue Kleid über. Ich habe gerade ein Blackout. Okay, er mag sich nicht mehr erinnern, aber wahrscheinlich hat das blaue Kleid noch. Also. Der Meno ist ja ein eigentlicher Workaholic. Ich habe ihn jetzt schon wieder getroffen nach dem Gummilaufstand da beim Hitte-Cheese-Stand, wo er seine Schmuckkollektion ausstellt. Meno, was war deine Inspiration? Ich will einfach sehr reich werden. Und dann habe ich gedacht, Schmuck, da ist immer Geld im Spiel. Habe ich mir gedacht, aber ich hoffe, es sind keine Blutdiamanten oder so. Nur eigentlich. Also Meno, ich verspreche dir jetzt etwas da. Sobald ihr das erste Schnauz-Piercing rausgebt, lasse ich mir den Bauch piercen. Ist gut? Wieso bist du am Freestyle? Ja, wegen den Leuten, wegen der Musik, wegen all dem, wie es einfach so... Super, cool. I like. Ja, yeah, und genau um das geht es auch. Ihr könnt auch liken auf Facebook für Razzia TV. Und dann könnt ihr nicht nur so einen Stuhl von Sinako gönnen, sondern die absolut freshe Brille da von mir. Das ist doch mal noch Einsatz. Der Phil verlässt seine Brille. Also machen mit und wir gehen jetzt das Konzert vom Lil Jon. Say what? Go schauen. Do the dance. Come on. 369, Wow, du hast voll den Flow, mach weiter. Yo! Hey! Put your hands up! 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 Yo! Was? What? 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 Yeah! Hey! Ich schnalle jetzt gerade beim Zürcher Rapper Samurai. Hey, wie geht's? Ja, tipptopp. Backstage Lil Jon, was willst du? Ja, aber was willst du noch mehr? Gefällt er dir? Ja, super, ja. Ich meine, er ist nicht der Rapper, aber er ist ein guter Partyman. Das ist schon so. Er inspiriert mich. Also, wir sind jetzt da beim Lil Jon auf der Bühne. Was? Oh. Es ist der Burner! Backstage, Lil Jon! Clap your hands! The show here. Oh man, a lot of energy. I didn't even know what to expect, and they gave me a lot of love. Hands was in the air the whole show. People going crazy the whole show. Try to give them a variety of music, and I think everybody enjoyed themselves, young and old. Would you drive down here? I would love to. Take a ride there. I would love to try it because I'm really amazed that it's snowboarding here right now. Like, okay. It's snow right there. Wow. Yeah, your boy Lil Jon getting crunk on Razzia TV. Drink. A statement, bitte, zum Hit.
morgen Abend. Zu heute Abend. Ja, genau. Habt ihr den Hammer? Ich kann nicht sagen, es war perfekt. FMX war Hammer. BMX war geil. Skateboard war geil. Heute Hammer. Was machst du? Ich fahre mit dem Downhill-Bike über den Kicker. Ohne Scheiß. Geile Sache. Awesome, Dude. Special. Also, ich wünsche dir ganz viel Glück und noch viel Spaß am Freestyle. Ja, merci. Ja. Das ist für dich. Gib mal ein bisschen Stimmung dafür fürs Freestyle. Yeah, man. What? Woo! Ein High Five. Woo! Du lebst den Rock'n'Roll aber auch, oder? Ja, aber richtig Rock'n'Roll. Ja, wir kommen mal an die Schlagerperiode, wenn nicht ein Freestyle ist, okay? Oh, das ist geil. Wie findest du viel? Er ist heute neu dabei bei Razzia TV und ich brauche noch ein paar Statements so, zu ihm. Also, ja, ich kenne ihn ja nicht, aber mal sieht yes. sympathisch aus. Mal. Also, ich lade die zwei mal allein. Tschüss! Also, der Phil und ich haben entschieden, wir machen jetzt einen Freestyle-Abmodi hier vom freestyle.ch. Es war der perfekte Tag, wunderbare Sonne hier am Zürichsee, coole Shows und weiss nicht was. Und der Phil hat noch etwas gelernt heute. Genau, ich habe mich mit der einen befasst und die hat mir etwas ganz Cooles beigebracht. Das ist der Holy Hug. Ich führe das jetzt mal vor. Hä? Das ist doch schön. Und damit verabschieden wir uns von freestyle.ch. Genau. Tschüss, mach es gut. Keep rocking. So einen guten Schlusssatz. Warte, ich muss schnell überlegen. Und wir sehen uns bald wieder. Ich nehme an, mit dem Gummilaufgummi macht es extra viel Spass. Genau. Gell? Okay, oh, ja. Also schützt euch, vergesst nicht, üben an der Banane oder mit Häsli oder ja.